Liebe Freunde, in den USA scheint es ähnlich wie Deutschland zu sein. Unsere ganzen linken Freunde, also vergleichbar bei uns die CDU, die SPD, die Grünen, die, was haben wir da alles noch, BSW und so weiter, bekommen langsam die Panik. Und heute ist schon wieder auf Trump geschossen worden. Jetzt eben gerade, vor einer halben Stunde. Sie wollen mehr wissen, bleiben Sie dran, gleich geht's los. Ja, liebe Freunde, weil die Panik der Linken immer größer wird, versuchen sie jetzt in den USA mit Waffengewalt gegen Trump vorzugehen. Gucken Sie mal. Schüsse auf Trumps Golfclub. Ermittler gehen von Attentatsversuch aus. Vor 2 Monaten öffnete ein Schütze das Feuer auf Trump. Das wissen wir alle. Trump hat es nur knapp überlebt, indem sie an seinem Ohr entlang geschossen haben. Er hat im rechten Moment seinen Kopf gedreht, Gott sei Dank. Und nun haben wir auf Trumps eigenen Golfclub jemanden gehabt, der auf ihn geschossen hat. Die Polizei hat nach einem Schussvorfall in der Nähe von Ex-Präsident Donald Trump einen Verdächtigen festgenommen. Auf einer Autobahn in der Nähe des Tatorts Palm Beach sei ein Auto gestoppt worden und der Fahrer in Gewahrsam genommen worden. Also offensichtlich hat es der Attentäter nach einem offensichtlich verfehlten Schuss geschafft, in sein Auto zu springen und abzuhauen. Dabei, so heißt es hier weiter in der Meldung, wie gesagt, das ist ganz frisch, Secret Service habe als Schutzmaßnahme auf den Verdächtigen geschossen. Sie müssen ihn also irgendwie gesehen haben und auf ihn geschossen haben und hat es geschafft abzuhauen. Hier geht's weiter. Der frühere Präsident Donald Trump bewegte sich zwischen doch 5 und 6 auf seinem Golfplatz in Südflorida, als sich der Sicherheitsvorfall ereignete, teilte eine mit der Angelegenheit informierte Quelle CNN mit. Der Verdächtige, den der Geheimdienst dann ins Visier nahm, war laut 2 Quellen der Strafbehördungsverfolgung aber einige Löcher vor dem ehemaligen Präsident platziert. Na gut, es kommt darauf an, wie der Golfplatz aufgebaut ist, ich weiß es nicht. Auch wenn es einige Löcher vor dem Präsidenten waren, können die Löcher auch links oder rechts von der aktuellen Bahn sein, die er bespielt. Das ist ja nicht das Problem. Hier nochmal die Wiederholung. Es ist auf den Verdächtigen geschossen worden. Und ist bei dem Verdächtigen ein Sturmgewehr vom Typ AK-47, das ist also die bekannte Kalaschnikow, gefunden worden. Das ist vielleicht nicht die optimale Waffe, aber Sturmgewehre kann man auch bis auf eine Entfernung von ungefähr 400 Metern einstellen. Aber na gut. Mehr Informationen gibt es hier anscheinend nicht, wenn ich mir den Text so durchlese. Gibt es da keine weiteren großartigen Informationen. In Kürze wird eine Stellungnahme des Secret Service und des Sheriffs von Palm Beach County erwartet. Das berichtet die BBC. US-Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris wurden inzwischen über die Geschehnisse auf Trumps Golfclub unterrichtet, heißt es weiter. Trump ist in Sicherheit und ihm ist nichts passiert. Also, haben wir nochmal Glück gehabt. Dass es in den USA jetzt in diese Richtung geht, ist natürlich erschreckend. Ich hätte nicht vermutet, dass der Sicherheitsdienst es nochmal zulässt, dass jemand in der Lage ist, auf Trump zu schießen. Aber na gut, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Es ist jetzt ja auch schon 23.05 Uhr. Sobald es etwas Neues gibt, bekommen Sie weitere Informationen. Das soll's alsbald gewesen sein. Bis dann.